Nur wenn man einmal kurz halt einen Hit von ihm bekommt, ist man down. Ich bin nicht heute gespielt, reißt auch nichts. Nur er kommt halt einmal mit diesem scheiß Abuse an. Leute, willkommen zu einer kleinen Runde No Hit Delay. Und zwar ist dieser Modus einfach sowas von voll mit Hackern. Und er laggt ein bisschen rum. Ihr werdet gleich schon sehen, dass dieser Modi wirklich echt voll mit Hackern ist, weil hier gibt es einfach nur Leute, die einfach mit AC spielen. Und dann gucken mich einmal kurz an, also treffen die ganze Runde nichts, hatte ich eben schon mal einen. Treffen wirklich die ganze Runde überhaupt nichts, gucken mich einmal kurz an und du bist dran. Was ist. Ah, der hat gerade einen Block gebracht. Du musst einmal blocken, damit du dich helfen kannst. Du musst einmal kurz blocken. Kannst mich wieder hitten. Einmal, du musst. Block einmal. Du musst einmal kurz blocken. Du hast den Blockback. Du musst einmal kurz mit dem Schwert blocken. So. Muss. Mate. Ich glaube, der checkt irgendwie so ein bisschen nicht, dass er gerade. Ah, jetzt hat er das gecheckt. Okay, jetzt blockt er nicht mehr gut. Ja, und zwar gibt es halt, wie gesagt, einfach diese Leute, dass hier irgendwie 70% der Leute einfach mit AC spielen. Das heißt, dass sie jetzt nicht so ganz mal reinjippern oder sowas, sondern dass sie einfach mit AC spielen. Das heißt, dass sie einfach vor dir stehen und zack, du bist instant down. Und das sind meistens noch komplette Randoms, die dann irgendwie 80 Hits abbekommen haben. Danach gehen sie halt hier zum Beispiel in irgendeine Ecke rein und warten hier einfach mit ihrem AC drin, also weil sie sonst nur die Landings reißen. Bekommen 80 Hits, stellen sich jetzt hier mit AC dann nachher in die Ecke rein, wenn sie halt verkacken. Und es gibt hier einfach wahnsinnig viele AC-User, die dann halt einfach instant töten. Das ist zum Glück wieder kein AC-User. Ja, deswegen, das ist halt das. Und lol. Kann irgendwie sein, dass es ein Hacker war. Sah auch schon mit den Kopfbewegungen eine ziemlich creepy aus. Aber egal, wir versuchen jetzt einfach nochmal die nächste Runde. Wir gucken, ob wir jetzt vielleicht nochmal auf einen Hacker treffen. Weil dieser Modi ist hier wirklich ziemlich voll mit Leuten, die einfach nur mit AC spielen, die dann wirklich überhaupt nichts reißen und dann einfach direkt mit AC ankommen. Und ja, das ist halt bei diesem Modi leider. Bei No Hit Delay leider üblich. Falls ihr auch einfach mal Bock hättet auf so eine Handcam, dann mache ich auf jeden Fall bei der Handcam auch nur Hit Delay. Bei einem Hit Delay bockt wirklich einfach richtig. Ich würde nur sagen, egal, wir versuchen einfach, bis wir nochmal einen Hacker finden. Wir haben jetzt leider wieder denselben, also XX Nutellaboy. XX ist leider wieder dasselbe, aber ich will auch nochmal so ein kleines Thema ansprechen. Und zwar, es ist bei No Hit Delay ein bisschen schwer, so ein bisschen über Themen zu reden, weil man sich da halt immer so ein bisschen auf den Fight konzentriert, weil No Hit Delay halt schon so ein bisschen was anderes ist. Aber das, was halt gerade Mrs. DNA abgezogen hat. Mrs. DNA zieht ja gerade die Sache ab, hey, ich bin komplett das Bruder. Doch nicht, und ja, was man halt einfach sagen kann, er ist es natürlich nicht. Und er sagt ja, hier ist der Playwert, das ist natürlich von seinem, den hat er irgendwie mal zu 1k geschenkt bekommen bei seinem zweiten Kanal, oder seinem First-Kanal halt damals. Und ich finde es halt ein bisschen schade, wie er wirklich ein paar Leute ein bisschen clickbaitet, weil er macht ja eigentlich ihre führende Titel, weil er schreibt 100% Beweis und lässt ja nicht mal Fragezeichen oder sowas dabei. Und rein theoretisch, wenn man es genau nehmen könnte, wäre es, das könnte es auch Rufmord sein.
Weil wenn jetzt zum Beispiel Concrafter extrem etwas gegen diese Person hat und er halt behauptet, dass er ein Familienmitglied von dieser Person ist, dann ist es theoretisch Rufmord, wenn jetzt Concrafter, sag ich mal, was gegen Mrs. DNA hätte. Und man könnte es, ich weiß nicht, ob es jetzt bei der Anzeige durchgehen würde, aber man könnte ihn theoretisch, also Concrafter könnte ihn dafür für Rufmord anzeigen, was er macht. Weil er bringt ja gerade immer diese Videos, ich bin Concrafters Bruder, ich bin doch nicht Concrafters Halbbruder und dann hier der eindeutige Beweis, die erzählt. Und rein theoretisch könnte Concrafter ihn da tatsächlich für Anzeigen gegen Rufmord. Und sieht mir nach einem Alt aus, aber okay, nee, der hackt auch nicht, schade. Ich versuche jetzt irgendwie noch so einen Gegner zu finden, der ein bisschen mit AC spielt. Und dann kann man das mal so ein bisschen sehen. Ja, okay, der spielt auch nicht mit AC, okay, schade. Der hat lustig jetzt mal wieder gerade auf einen zu finden, weil außerhalb der Aufnahme war wirklich jeder zweite Gegner hat bei einem AC-User. Und wir können jetzt immer noch den hier, diesen Henry hier schnell. Und hier, den hatte ich heute schon, das ist ein AC-User. Timewall P10, den hatte ich heute schon. Das war genau der, den ich angesprochen hatte, der sich hier in die Ecke gekämpft hat. Der eine 80er-Kombo aufbekommt und danach in eine tiefe Ecke gegangen ist. Das war genau der, den ich angesprochen habe. Also könnte auch sein, dass er halt dieses längere Abuse-Kurz macht. Man weiß es nicht. Das war genau der, da seht ihr jetzt hier, zack, einmal hittet er. Aber dass diese Person wirklich gar nichts reißt und dann einmal diesen längere Abuse macht oder halt AC-Use, ich weiß halt nicht, was er macht, ob er jetzt mit AC spielt oder dieses längere Abuse vom Bats gemacht oder halt einfach ein ganz normales Abuse. Jedenfalls ist das genau die Person, die ich heute gespielt habe, die ich angesprochen habe. Seht ihr, letztens habe ich jetzt gegen ihn gewonnen. Jetzt, wenn ihr wirklich einmal in der Nähe dran seid, er wird zurückgebackt, macht einmal kurz einen kurzen Abuse oder sowas oder keine Ahnung, was er macht, ob er vielleicht auch einfach nur mit AC spielt und direkt hat er halt gewonnen. Und er ist sonst, kann wirklich echt gar nichts, dieser Typ hier. Ich hatte erst auch schon gegen ihn gewonnen, aber das ist, finde ich halt mega langweilig so, deswegen finde ich, dass man den Nohit, der so ein bisschen runter machen muss, weil ihr seht schon wieder, was er jetzt abzieht. Er stellt sich da in die Ecke, will warten und will dann mit seinem Booster kurz gewinnen und das finde ich echt mega langweilig, solche Fights. Wirklich, ich weiß auch nicht, ob er mit AC spielt oder ob er halt, wie gesagt, dieses längere Abuse macht, nur wenn man einmal kurz halt einen Hit von ihm bekommt, ist man down. Ich hatte auch erst schon den Fight gegen ihn gewonnen, aber sowas finde ich einfach nur lächerlich. Ich finde auch, man sollte das irgendwie so ein bisschen ändern. Hier ist wieder so eine enge Map, das heißt, er hat hier wieder mega den Vorteil. Man sollte dieses Nulltier ein bisschen runter machen, weil das ist echt langweilig, wenn man durch so einen kurzen Abuse einfach auf den Gegner gewinnt. Also das finde ich echt extrem langweilig und ja. Ihr seht auch, diese Person ist einfach sonst mega schlecht und reißt auch nichts. Nur er kommt halt einmal mit diesem scheiß Abuse an. Also ihr seht schon, ich glaube auch nicht wirklich, dass er dieses längere Abuse macht, weil er klickt wirklich durchgehend durch und hat nicht diese Pause nach dem Abuse. Deswegen glaube ich, er spielt einfach mit AC, also an dich Timo LP ist richtig lame Aktion von dir auf jeden Fall. Und ich glaube, er spielt und ich habe meinen Gap nicht genommen, deswegen werde ich gerade vom Feuer die ganze Zeit runtergezogen. Weil ich habe gerade, das ist eigentlich auch ganz lustig, weil so bekommt man überhaupt keinen Knock. Ihr seht, ich habe meinen Gap nicht genommen und habe einfach nur noch überhaupt keinen Knock bekommen, weil ich durch das Feuer nach unten gezogen werde. So, wenn er mich zweimal in der Kombo hätte, wäre ich down, weil ich halt eben keinen Gap-Endos hatte. Aber so bekommt man halt wirklich eigentlich gar keinen Knock, wenn man halt noch nicht diese Fire Resistance hat. Und wir kriegen jetzt trotzdem noch einmal diesen X-Teller Tellerbau. Ich hoffe, dass wir gleich mal wieder auf diesen AC-User treffen und ihn dann einmal kurz ein bisschen taktischer zerstören, sag ich mal. Und hier in der Ecke, zack, down. Und wir gucken jetzt einfach nochmal hier kurz im Fight. Ich würde jetzt gerne nochmal auf einen AC-User treffen, weil bei diesen Bats sind wir nicht mehr sicher, ob er halt dieses längere Abuse macht oder halt AC. Ich finde halt beides ein bisschen lame, weil so eine Hit-Delay, das ist halt nicht der Sinn, dass man einmal kurz nur mit einem längeren Abuse dieses Match komplett gewinnt. Das finde ich deswegen ein bisschen lame, wenn man sowas halt macht und kann nicht irgendwie mit Butterfly oder mit Jittern fighten. Oder normal, sondern halt einfach nur kurz dieses längere Abuse macht und gewinnt, weil das finde ich halt einfach, das ist ein mega uninteressanter Fight. Und ich gucke jetzt mal, ich glaube, der hat viele CPS, also der hat entweder, ne, okay, der ist auch ganz normal, weil er ging jetzt so in die Ecke. Ich dachte, der kommt jetzt so mit AC durch, aber ne, er spielt tatsächlich normal. Ich dachte, jetzt würde irgendwie eine AC-Sache kommen, weil er so, sich so in die Ecke verpisst hat. Und, by the way, beide Schittern, also das hier ohne Super Aim und mit Super Aim, aber, ja. Oh Gott. Ich glaube, der hat da kurz gebutterflied. Und ich müsste einen Moment haben, um den Gap zu essen, natürlich. Gut, habe ich den Gap essen können. Und ich habe auf jeden Fall eben gesehen, dass er auch viele CPS haben kann. Also es fällt sich mal, dass er auch so einen kurzen Abuse gerade in der Ecke gemacht hat. Und er will auch wieder in die Ecke gehen und da so einen kurzen Abuse machen. Weil ich finde diese Fights mega langweilig, weil du gibst mit diesen Leuten wirklich so gut. Und dann gehen sie einmal kurz in die Ecke, machen längeren Abuse und du bist down. Deswegen finde ich diesen Modi noch ein bisschen ausbaufähig. Ich finde, man sollte diesen Hit-Delay noch ein bisschen runterstellen. Das kann man ja machen, dass er zum Beispiel maximal 18 CPS durchgehen, weil so kann man wirklich einfach nur einen ganz kurzen Abuse machen und du hast die Runde gewonnen. Oder du spielst einfach mit AC, zack, einmal ist direkt down und sowas. Und das finde ich noch ein bisschen lame, dieses Delay, weil du drippst wirklich auf so viele AC-User. Und also jetzt in der Aufnahme irgendwie gerade gar nicht gefühlt. Aber außerhalb der Aufnahme war wirklich jeder zweite kam da mit AC einfach an. Aber ich habe irgendwie das Gefühl in der Aufnahme jetzt einfach gar nicht. Das ist wieder dieser typische Vorführeffekt, dass ich nehme auf und es ist einfach kein AC-User mehr da. Ja, ich bin bei ihm ein bisschen unsichtbar. Ah, es tut mir auch leid, Mate, aber man kann das jetzt, da kann man leider überhaupt nichts gegen machen, wenn er halt unsichtbar ist. Deswegen
Ja, esse ich jetzt einfach den gelben muss beenden, weil ich werde auch, glaube ich, nicht mehr sichtbar sein. Deswegen muss ich diesen Fight einmal kurz beenden. Na komm her. Er sieht mich aber immer noch nicht, ne? Ja. Oh ne, ich habe keinen Bock mehr wieder das ganz normale Jitter. Wo man halt nicht so stark verämmt. Aber ja, er sieht mich halt einfach nicht und. Und warte. Ich muss kurz auf. Ich wurde gerade invited. Buddy enter the mantel. Ah, das war's mit dem Video. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein und ciao. Ja, ich dachte Rainbow. Hab gerade noch aufgenommen. Ach so, wahrscheinlich.